Das hast du davon. Wir hatten 10 Mark die Stunde vereinbart plus Frühstück. Ja, Manni wird ja gleich auftauchen. Morgen! So, zur Stärkung. Nur das Beste. Lachs, Rohmilchkäse, Brot ist noch warm. Ich muss meine treuen Helfer ja bei Kräften halten. Morgen, Georg. Sag mal, du willst doch nicht etwa so meine Möbel schleppen? Manni, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät für eine Absage, aber... Absage? Spinnst du? Ich hab fest mit dir gerechnet. Es tut mir auch leid, aber ich habe eine Bibliothek angeboten bekommen. Deinen Wagen brauche ich auch. Sag, dass er nur einen Scherz macht. Der weiß ja gar nicht, was ein Scherz ist. Das kannst du doch nicht machen. Ich muss heute noch meine Wohnung räumen. Manni, wenn ich als Antiquar jemals auf den grünen Zweig kommen will, dann kann ich so ein Angebot nicht ablehnen. Eine Schlossbibliothek. Ich denke, du bist Privatdetektiv. Ja, aber auch ein Privatdetektiv braucht mal ein bisschen Geld in der Tasche. Ich könnte zum Beispiel meine Schulden bei dir zurückbezahlen. Und in 2 Stunden spätestens sind wir wieder da, wenn Alex mir hilft. Was, ich? Naja, ob du nur Möbel schleppst oder Bücher, ist doch egal. 2 Stunden? Spätestens. Wovon willst du die Bücher überhaupt bezahlen? Ich nehme sie in Kommission. Manni. 2 Stunden. Versprochen. Komm. Und wer zahlt mir die Verdienstauswahl? Ich streck's vor, bis hier der Reichtum ausgebrochen ist. Hey, Junge, ich kann hier nicht arbeiten. Manni! Was ist denn? Das muss alles raus. Was? Ich brauche die Fläche für die Bücher. Auf keinen Fall! Danke, Manni. Ich weiß nicht, Georg, das sind alles Erbstücke. Manni, 2 Stunden? Du, wenn du mich diesmal im Stich lässt, dann kündige ich dir endgültig die Freundschaft. Ist das klar? Ist jetzt Sperrmüll? Also, wenn du mich fragst, finde ich es ziemlich mies, wie du mit Manni umgehst. Ich frag dich aber nicht. Solltest du aber vielleicht mal. Ach ja? Wer futtert sich denn dauernd auf Kosten anderer Leute durch? Ja, ist aber was total anderes. Außerdem freue ich dich durch meine Anwesenheit und die ist unbezahlbar. Wenn man pleite ist, ist alles unbezahlbar. Für dich ist Manni doch nur dann wichtig, wenn du was von ihm willst. Manni, gib mal, Manni, komm mal schnell, Manni, hast du mal. Hast du jemals gefragt, wie es ihm geht? Das sieht man doch. Was siehst du? Ich sehe einen lustigen Stadtrat mit viel Freizeit, reichlich Diäten und Aufwendungspauschalen. Ja, genau das meine ich. Mich interessiert es auch null, wie es in ihm aussieht. Hauptsache, er funktioniert. Kannst du nicht den Mund halten und einfach nur so da sitzen? Halt an. Was? Ich hab gesagt, du sollst anhalten. Was denn hier? Ja! Schlepp deine Scheißbücher alleine. Fahren Sie in die Stadt? Ich würde ja gern, aber... Alex, tut mir leid, war nicht so gemeint. Du kannst natürlich machen, was du willst. Alex, ich entschuldige mich wirklich. Ärger mit der Tochter? Das ist nicht meine Tochter. Ach so. Nee, ist auch nicht, was Sie meinen. Nee, schon klar. Wie ist denn das passiert? Ach, irgendjemand hat mir alle 4 Reifen zerstochen, als ich auf dem Feld war. Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen? Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Für Sie fahre ich auch in die andere Richtung. Das ist wirklich sehr liebenswürdig, danke. Aber ich habe schon jemanden angerufen. Ach so. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, rauszufinden, wer das getan hat. Sie haben ein Antiquariat? Ja. Nehmen Sie die hier. Ah, Privatdetektiv. Muss es auch geben. Sie scheinen ja viele Talente zu haben. Der eine Beruf deckt gerade die Kosten des anderen. Da bleibt für Sie wohl nicht viel übrig, was? Hier, meine Karte. Diplombiologin? In einem Forschungslabor? Muss es auch geben. Schönen Tag noch. Scheiße. Oh.
Können Sie nicht aufpassen? Tut mir leid. Ehrlich, ich... Wie ich jetzt aussehe. Ich habe gleich einen Termin in der Stadt. Soll ich da so hingehen? Ja, vielleicht können wir das ja mit diesem... Ach, hören Sie auf. Das wird doch nur schlimmer. Ich zahle Ihnen selbstverständlich die Reinigung. Sie sind der Buchhändler? Ja, wir hatten telefoniert. Was ist denn passiert? Ich glaube, ich habe Ihrer Tochter ihr bestes Stück ruiniert. Sie ist nicht meine Tochter, noch nicht. Noch nicht? Schwiegertochter. Die Hochzeit ist nächste Woche. Bis dahin sollten die Bücher verkauft sein. Verstehe. So eine Hochzeit, die kostet. Ja, da kommt einiges zusammen. Aber ich denke, wir sollten erst mal reingehen. Ich denke, wir werden uns schnell einig. Kommen Sie. Klassizistischer Frühbarock. Typisch westfälische Balkendecken. Kompliment. Wissen Sie auch, was es kostet, so etwas instand zu halten? Und die Bücher stehen da und verstauben. Ist doch schade drum. Naja, Sie als Antiquar wissen ja, wovon ich rede. Bitte. Aha. Die werden Sie wohl kaum alle in Ihrem alten Wagen transportieren können. Ach, da fahre ich einfach öfter. Wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen? Ich meine, in Münster gibt es größere Antiquariate. Oder geben Sie sie auf eine Auktion, da lassen Sie sich höhere Preise erzielen. Das hört sich so an, als wollten Sie kein gutes Geschäft machen. Doch, doch. Um Ihre Frage zu beantworten, meine Frau hat Sie empfohlen. Sie war in Ihrem Laden. Sind Sie interessiert? Na ja, ich muss mir natürlich zuerst mal einen Überblick verschaffen. Hier ist das Bestandsverzeichnis. Schauen Sie sich um, solange Sie wollen. Ich denke, im Großen und Ganzen wird es noch gültig sein. Wir sehen uns sicher noch später. Was ist denn eigentlich mit dem Traktor da draußen passiert? Heute Nacht irgend so ein Verrückter. Scheint ja eine gefährliche Gegend zu sein. Tja, auf Postkarten sieht immer alles so idyllisch aus. Moment, halt, hallo, das ist ein Irrtum. Das ist keine Haushaltsauflösung. Verstehen Sie? Hey, Sie, Moment. Das ist ein Erbstück, ja? Jetzt nicht mehr. Bitte, aber ich hab doch... Hey, Sie können... Hallo, was ist denn da? Was erlauben Sie sich? Hallo, Georg. Maria. Du hast ja immer noch die alten zerbeulten Hosen an. Bist du hier die... Frau von Havenbruch, ja. Wusstest du das nicht? Woher denn? Ich durfte ja damals nichts erfahren. Schon vergessen. Naja, ich hab gedacht, nach all den Jahren hast du das bestimmt herausgefunden. War mir lieber so. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich mich auch. Dein Mann hat gesagt, du hättest mich im Buchladen getroffen. Naja, es war eher vor deinem Laden. Ich kam zufällig vorbei, als du die Billigangebote ausgeräumt hast. Warum hast du mich da nicht angesprochen? 20 Jahre sind eine lange Zeit. 21. Plus 4 Monate. Hallo! Meine Grüße an Vito Campus! Sie können ja nicht... Hallo, das ist meine Radio. Machen Sie es bitte. Was ist denn das? Nein, die Brotdose bleibt hier. Ja, das bleibt alles hier. Alles hier! So, noch nie eine Frau von hinten gesehen? Wo willst du denn hin? Na, wenigstens bist du nicht neugierig. Wenn du in die Stadt willst, dann kann ich dich ein Stück mitnehmen. Und wie? Huckepack oder was? Mein Trecker steht da hinten. Trecker? Ja, mein Ferrari ist gerade in der Werkstatt zum Vergolden. Soll das jetzt eine Anmache werden oder was? Sagen wir ein Angebot? Klingt schon besser. Aber nur, wenn du vorgehst. Angst? Nee. Aber vielleicht will ich auch was zu gucken haben. Hast du dich denn zwischendurch nicht mal gemeldet? Ich habe oft dran gedacht, aber ich
wusste nicht, wie du reagieren würdest. Wie würde dein Mann reagieren? Er ist nicht mein Beichtvater, falls du das meinst. Denkst du auch manchmal an unsere Zeit? Steffen. Entschuldigung. Komm rein. Ich kann auch später... Nein, komm. Die Pferde müssen raus. Ich müsste noch in die Stadt. Ja, ist kein Problem. Ich mach das schon. Das ist übrigens Herr Wilsberg. Er ist wegen der Bücher hier. Tag. Tag. Also, bis später. Schloss Pferde, eigenen Knecht. So was nenne ich Volltreffer. Das ist nicht mein Knecht, das ist mein Sohn. Ach. Und beinahe wär's deiner gewesen. Keine Angst, ich habe damals nachgerechnet. Steffen heiratet nächste Woche. Edith Wagenfeld. Hübsch, nicht? Ich hatte schon das Vergnügen. Ja, das habe ich gesehen vom Fenster aus. Ja, ich lass dich vielleicht mal. Du magst dich sicher noch etwas umschauen. Ich glaube, für heute habe ich genug gesehen. Sie können hier nicht stehen bleiben. Was ist passiert? Nichts. Fahren Sie einfach weiter. Halt! Bleiben Sie hier! Wilsberg. Er ist einfach so durch. Was haben Sie hier zu suchen? Wo ist Alex? Zertrampelt die hier auch den Tatort? Hey! Der Tod erfolgte durch einen Stich in die Brust. Ein tiefer Stich mit einem sehr breiten Messer. Ja, danke. Okay, Overbeck. Georg, was machst denn du hier? Lisa Behrendonk, geboren in Bielefeld, 28 Jahre alt. Kennst du sie? Ach, das hatten wir doch schon mal. Du gibst einer Frau deine Visitenkarte, kurze Zeit drauf ist sie tot. Jemand hat ihr die Reifen zerstochen. Ich habe ihr meine Hilfe angeboten. Hat sie dir erzählt, was sie hier gemacht hat? Nein. Hat sie sonst was gesagt, was für uns interessant sein könnte? Gar nichts. Chef? Aha. Ja? Kommen Sie mal. Wilsberg, Sie bleiben da. Hier sind Reifenspuren von einem Traktor. Er ist von da gekommen und nach da weggefahren. Abdrücke nehmen und die Traktoren in der Umgebung überprüfen. Alle Traktoren? Wissen Sie, wie viel Arbeit das ist? Glauben Sie nicht, dass die Frau das wert ist? Weißt du sonst noch was? Hatte die Tote ein Handy dabei? Wieso? Sie hat gesagt, sie hätte jemanden angerufen. Hätte ich auch direkt zu Fuß weitergehen können, anstatt eine Rundfahrt durch deine Felder zu machen. Ist eine Abkürzung. Außerdem liegen unsere Felder woanders und sind nicht verseucht wie die hier. Verseucht? Sehen aber total gesund aus. Genau das ist die Seuche. Na super, wir treckern hier mitten durch. Sag mal, was machst du eigentlich in der Stadt? Wir retten die Menschheit vor genmanipuliertem Gemüse. Sowas wie Tomaten, die sich jahrelang halten und Kartoffeln nicht sprechen können, oder was? Ja. Oder Mais, dem kein Schädling mehr was anhaben kann. Kommen wir mal vorbei in unserem autonomen Zentrum. Wir haben einen schweren Männerüberschuss. Hast du gesagt, Georg? Und was ist hier? Hier, alles gestohlen! Tut mir leid, Manni. Du bist der größte Egoist, der mir jemals begegnet ist. Und sowas nennt sich Freund. Du hast ja recht. Wir sollten mal miteinander reden. Ja, und zwar sofort. Erstens. Es wurde eine Frau ermordet. Ermordet? In einem Maisfeld. Ja, wie, was, warum sagst du mir das nicht gleich? Weil du mich nie zu Wort kommen lässt. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr! Gib uns ein Zeichen, Manni. Meine Eskalitur. Du solltest ja sowieso mal anständige Möbel kaufen. Komm, ich lade dich zum Essen ein. Hier kannst du mich runterlassen.
Möchte ich mal anrufen? Klar. Ich habe selber kein Telefon, aber du kannst da für mich eine Nachricht hinterlassen. Georg Wilsberg, Privatdetektiv. Ist das dein Alter? Nee. Ich arbeite manchmal für ihn. Recherchen, Observierung und so. Bist eine Schnüfflerin? Nee, bin ich nicht. Und was hast du denn da draußen gemacht? Was interessiert's dich? Selber Schnüffler oder was? Hast du nicht Lust, mit zu unserer Gruppe zu kommen? Ich muss gleich für einen Freund Möbel schleppen. Komm, vergiss die Möbel. Bei uns ist interessanter. Stichwort Männerüberschuss, was? Wir bereiten so eine Aktion vor. Also, was ist? Vielleicht komme ich später nach. Tschüss. Tschüss. Zweimal Pommes mit Reis. Danke. War doch nicht nötig. Okay, wird nicht wieder vorkommen. Du willst mich einwickeln, du willst, dass ich dir verzeihe, aber ich verzeihe dir nicht. Niemals. Du hast mir hoch und heilig versprochen, mir beim Umzug zu helfen. Was ist? Die Frau wurde an der B58 gefunden. In einem Maisfeld in der Nähe von Ottmarsbocholt. Kennst du dich da aus? Nee. B58, Ottmarsbocholt? Gehört alles der Familie Hafenbruch. Ihre Brücken sind fertig. Hafenbruch? Bist du da sicher? Ja, Hafenbruch. Hat man versucht, die Felder als Bauland ausweisen zu lassen, aber... Ja, wirklich klasse, die Pommes. Wer war denn diese Frau im Maisfeld? Eine Biologin. Hat für ein Labor gearbeitet, das einem gewissen Buschfeld gehört. Kennst du den? Ja, Buschfeld. Hat schon öfter für die Stadt Bodenanalysen gemacht. Scheiße. Gib mir mal dein Handy. Sonst noch was? Maria? Georg hier. Wir sollten uns sehen. Nee, nicht wegen der Bücher. Von mir aus auch bei mir. Bis später dann. Maria? Ja. Die Maria? Welche meinst du denn? Welche meinst du denn Maria? Die erste und einzige Frau, die du bereit warst zu heiraten. Ja. Ja, wann habt ihr euch denn wiedergesehen? Heute. Heute? Ja, sag doch mal, wie geht's dir denn? Gut. Glaube ich. Ist jetzt Frau von Hafenbruch. Ah. Ja. Und? Was und? Wie war so das Wiedersehen? Ganz okay. Okay? Schnee von gestern. Kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne den Chef hier sprechen. Haben Sie einen Termin? Leider nein. Dann wird Herr Buschfeld leider auch keine Zeit für Sie haben. Sagen Sie ihm, es geht um Lisa Behrendonck. Glauben Sie mir, er lässt sich nicht unangemeldet bei der Arbeit stören. Verzeihen Sie, dass ich störe, aber hier ist ein Herr, der Sie wegen Frau Behrendonck sprechen möchte. Und ich habe... Gut, ich sage es ihm. Er kommt. Danke. Und Sie sollen bitte draußen warten. Suchen Sie was? Herr Buschfeld? Ja. Wilsberg, mein Name. Tag. Tag. Es geht um Frau Behrendonck? Ja, es gibt ein Problem, das Frau Behrendonck betrifft. Nämlich? Sie ist in ziemliche Schwierigkeiten geraten. Hat Lisa Sie hergeschickt? Nein. Richten Sie ihr bitte aus, wenn sie was will. Soll sie selber hierher kommen? Das geht leider nicht, sie ist tot. Was? Ermordet in einem Maisfeld. Wie ermordet? Erstochen. Messer in die Brust.
Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Gestern. Was hat sie da gemacht? Gearbeitet, hier im Labor. Woran? Sind Sie von der Polizei oder was soll die Fragerei? Nee, ich will nur wissen, woran diese... Runter von meinem Gelände. Hören Sie, Sie werden mir doch sagen können, woran... Ich werde Ihnen überhaupt nichts sagen und Sie werden sich hier nicht mehr blicken lassen, kapiert? Wenn Sie wissen, wer oder was Lisa bedroht, dann sollten Sie besser den Mund aufmachen. Ich glaube, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, oder? Der Traktor steht vor dem autonomen Zentrum. Gib Gas mit den Kopien, die müssen heute Nacht noch hinter die Scheibenwischer. Hi! Hi. Das ging aber schnell mit deinem Umzug. Ja, ist ausgefallen. Das ist Alex, die will mal reinschnuppern bei uns. So, reinschnuppern. Probleme? Noch nicht. Komm, ich zeig dir alles. Das ist Bernie, unser Chemiker. Der bringt Farbe in die Gruppe. Wie? Planen Sie eine Farbbeutelaktion oder was? Ja, gegen Obst- und Gemüsehändler, die pestizidbelastete Ware anbieten. Jo, wir nehmen Ballons, die sind griffiger beim Werfen. Die Farbe ist total ungiftig, aber dafür verdammt schwer wieder abzukriegen. Ich weiß nicht, auf dem Markt sieht doch ein Apfel aus wie der andere, oder? Die Bullen! Kriminalpolizei, niemand verlässt den Raum. Halt hier, geblieben. Kopf auf, stehen bleiben. Tu's nicht. Wer von euch ist Lars Jüssen? Sein Trecker steht vor der Tür, wir wissen, dass er hier ist. Der Typ ist... Ja, ich höre. Da raus. Hier geblieben. Runter da. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Echt. Gemütlich hast du es hier. Nicht zu vergleichen mit dem Schloss. Ach. Das Schloss ist zwar groß, aber eben nur groß. Lebst du allein? Hm. Nie geheiratet? Nee. War dir danach die Lust vergangen? Ja. Tut mir leid. Ach was, alles in Ordnung. Mir geht's prima allein. Du hast Familie, bist reich, hat sich doch alles zum Guten entwickelt. Ich weiß, ich habe mich damals unmöglich verhalten. Einfach abzuhauen und nur ein Foto dazulassen. Und das 2 Tage, nachdem du mir einen Heiratsantrag machst. Ich habe mich immer gefragt, was ich wohl falsch gemacht habe. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe gedacht, ich müsste noch mehr erleben, andere kennenlernen. Ja, schon war ich schwanger. Vom westfälischen Landadel. Was ist er eigentlich? Fürst, Graf, Baron? Karl ist nichts. Dieses von hat seine Familie dafür bekommen, dass sie vor 200 Jahren gegen die Österreicher gezogen sind und sich fast alle haben ausrotten lassen. Geld hatten die nie, nur das Schloss und die Felder. Apropos Felder, diese tote Biologin, die da ermordet wurde. Frau Behrendonck. Kanntest du die? Kaum, wieso? Was hatten die da gemacht auf eurem Feld? Ich weiß es nicht. Komm, lass uns anstoßen. Auf die alten Zeiten. Ein Forschungslabor untersucht euren Mais und du weißt nicht warum? Du warst doch früher nicht so desinteressiert. Karl kümmert sich um die Landwirtschaft. Manchmal frage ich mich, was wäre wohl gewesen, wenn ich bei dir geblieben wäre? Ach, wir wären verheiratet. Ich wäre immer noch Rechtsanwalt und du würdest unser Reihenhaus putzen. Schreckliche Vorstellung. Dich zu verlassen war vielleicht das Dümmste, was ich je getan habe. Jahrelang habe ich mir gewünscht, du würdest zurückkommen und genau das sagen. Aber glücklicherweise sind diese Zeiten jetzt vorbei. Vielleicht kann ich es ja wieder gut machen. Wenigstens ein bisschen. Ja, kannst du. Du könntest mir sagen, was Lisa Behrendonck da gemacht hat. Was hast du eigentlich immer mit dieser Behrendonck? Ich will einfach wissen, warum die Frau ermordet wurde auf eurem Feld. Ich weiß es nicht.
Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. In 20 Jahren. Komm mal mit. Kriegt die Zicke hier eine Spezialbehandlung oder was? Klappe halten, wir stellen dir die Fragen. Setz dich. Ich habe nichts mit denen zu tun. Und Lars Jüssen, mit dem hast du auch nichts zu tun? Der steht unter Mordverdacht. Was, Lars? Die hier haben wir auf Jüssens Traktor gefunden. Wahrscheinlich die Tatwaffe. Was, das kann nicht sein. Ich bin doch selbst mitgefahren. Da lag keine Machete auf dem Trecker. Der bringt doch nicht jemanden um und fährt dann mit mir in aller Seelenruhe durch die Gegend. Warum nicht? Ist das beste Alibi. Ins Labor, das ganze Programm. Die Reifenspuren am Tatort stammen eindeutig von Lars Jüssens Traktor. Kurze Zeit drauf seid ihr beide unterwegs nach Münster. Dann kommt noch die Machete dazu. Jetzt zählen wir eins und eins zusammen. Ich war noch nie gut in Mathe. Warum ist er geflüchtet? Was weiß ich? Reflexe vermutlich. Ich bin ja auch abgehauen. Alex, wenn du mehr weißt, als du hier zugibst, dann machst du dich strafbar. Ich hab doch schon gesagt. Ich habe ihn zufällig kennengelernt. Er hat mich zu dieser Gruppe mit eingeladen. Ich bin hin und Schluss. Du bist schon genauso renitent wie Georg. Wo ist er eigentlich? Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Ist das dein neuester Trick, dich mit mir zu verabreden? Hier ist jetzt Schluss mit lustig, Georg. Alex deckt einen mutmaßlichen Mörder. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Ich kenne ihn kaum. Vielleicht bringst du sie zur Vernunft. Ich muss die ganze Bande da vernehmen, nur weil sie die Klappe nicht aufmacht. Und Georg? Ja? Keine Alleingänge. Anna, du kennst mich doch. Eben. Was hast denn du wieder für einen Mist gemacht? Ach Mann, jetzt nimm erst mal einen Kaugummi, ist beruhigt. Also? Ich habe auf der Landstraße so einen Typen kennengelernt, der mich auf seinen Trecker mit in die Stadt genommen hat. Und jetzt halten sie ihn für den Mörder von dieser Frau im Maisfeld. Warum? Man hat bei ihm die Mordwaffe gefunden. Was? Ja, aber ich weiß nicht, wie ein Mörder schien er mit... Wo ist denn der Typ jetzt? Keine Ahnung, ist einfach abgehauen. Du gehst jetzt nach Hause und rührst dich nicht von der Stelle. Wo gehst du jetzt hin? Nix für kleine Mädchen. Da komm ich mit. Ich geh ins Bett. Bist du langweilig, ey. Erlauben Sie sich? Mein Name ist Wilsberg. Ich habe da mal eine Frage. Lassen Sie es einfach trocknen, das fällt dann von alleine runter. Sind Sie von der Zeitung? Ich bin der Cousin. Von Frau Behrendonck. Oh, dann tut's mir leid. Können Sie mir sagen, was Lisa für einen Umgang hatte? Ich meine Herrenbesuche oder ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Also ich weiß nichts. Aber unter uns, das Fräulein hatte tatsächlich Herrenbesuch. Und er ist heute früh erst gegangen. Hätte mein Enkel sein können. Wie sah er denn aus? Sah halt normal aus. Irgendwie. Aber ich muss jetzt zurück zu meinem Braten. Dem Polizisten, der vorhin hier war, habe ich übrigens nichts davon erzählt. Der hatte keine Manieren. So ein blondes Semmelgesicht. Nein.
Sei die Polizei? Der Anschluss von Lisa Behrendonk. Sie können mich mobil erreichen unter 0175 991 991. Vielen Dank und tschüss. Was haben Sie denn gehört? Ich bin sicher, dass da ein Mann in die Wohnung gegangen ist. Und das ist die Wohnung einer Toten. Und dann hat es da ganz schön gerumst. Ja, da schauen wir doch mal. Öffnen Sie die Tür, sonst kommen wir mit Gewalt rein. Wir brauchen Unterstützung. Flüchtige Person, wahrscheinlich über den Hinterhof. Bleiben Sie denn? Haben Sie das Material? Ja. Ja, und geben Sie es mir? Nein. Was soll das heißen, nein? Dass es bei mir besser aufgehoben ist, ganz einfach. Wenn Sie mich verschaukeln wollen, dann. Was? Was dann? Hallo, Manni. Ach du. Was machst du denn hier? Ich musste meine Möbel bei meinem Nachbarn in die Garage stellen. Sein Wagen steht jetzt im Parkhaus und das muss ich bezahlen und zwar stündlich. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dir helfe. Helfen? Du weißt doch gar nicht, was das ist. Ich hab noch nie mal ein Bett für heute Nacht. Ich bin ein Obdachloser und du bist schuld. Hör auf zu jammern, ich mach dir erstmal einen Kaffee. Danke. Was hast du da überhaupt? Zeitungsartikel. Was denn für ein Zeitungsartikel? Alles Mögliche. Umweltschäden durch Pflanzenschutzmittel, Genmanipulation, Überdüngung. Und? Wir sind aus der Wohnung der Toten. Aha. Du warst da? Ja, ich war nicht der Einzige. Also Georg, ich finde es nicht gut, dass du mich zum Mitwisser eines Einbruchs machst. Ich meine, ich als Beamter, ich habe einen Eid geleistet. Und wenn man mich fragt... Die EP fehlen. Was? Die Artikel, die unter Groß G, Groß P abgeheftet waren, fehlen. Aha. Und was ist GP? Gute Frage, Manni. Hallo, das ist die Mailbox von Lisa Behrendonk. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Beep. Was war das jetzt? Der Beweis, dass Tote nicht ans Telefon gehen. Trink mal einen Kaffee, das macht den Kopf wieder in Ordnung. Ach so, zu dem Forschungslabor, wo die Tote arbeitet, also gearbeitet hat, ich meine, bevor sie... Ja? Ja, ich habe mich erkundigt, das Labor wird weitgehend aus EU-Mitteln finanziert, hat sich auf Pflanzenrückstandsanalysen spezialisiert, scheint so eine Pflanzenschutzpolizei zu sein. Jetzt macht das Licht aus.
Weißt du, was soll das? Na, was hast du denen gesagt? Die suchen dich wegen Mordes. Was? In den Maisfeldern wurde eine Frau erstochen. Sie hatte einen Jeep, an dem der Täter die Reifen platt gemacht hat. So möglich, ich... Was mit der Machete? Was denn für eine Machete? Die Polizei hat auf deinem Trecker eine Machete mit Blutspuren gefunden. Alex, ich habe damit nichts zu tun. Warum bist du denn als Einziger abgehauen, als die Polizei kam? Und vor allem, was hast du vorher in den Feldern gemacht, bevor du mich mitgenommen hast, hä? Ich bin abgehauen, weil ich gestern Nacht einen Traktor angezündet habe. Und die Reifen von diesem Jeep habe ich auch zerstochen. Aber ich habe niemanden umgebracht und ich fahre auch keine Mordwaffe auf dem Traktor spazieren und lass sie liegen da, wo sie jeder finden kann. Warum nicht? Wer sagt denn, dass Mörder schlau sein müssen? Bild dir bloß nichts drauf ein. Komm. Und warum soll ich ihm glauben? Mann, weil ich ihm auch glaube. Das klang vor ein paar Stunden aber noch ganz anders. Ich habe meine Meinung eben geändert. Für ihn? Auf einmal? Hey, ich habe noch was gut bei dir. Der wird mir erstmal ein paar Fragen beantworten. Warum hast du Lisa Behrendonks Reifen zerstochen? Sie arbeitete in Buschfelds Genpanscherei. Was heißt denn Genpanscherei? Ist ein mit öffentlichen Mitteln finanziertes Forschungslabor. Ja, nach außen vielleicht. In Wahrheit werden da illegale Pflanzenkulturen gezüchtet, um sie im Freilandversuch zu testen. Ich war auf dem Maisfeld, um mir von dem Zeug eine Probe zu holen, weil ich weiß, dass da was faul ist. Und dass die Biologin auch gerade da war, das war reiner Zufall. Wieso bist du da so sicher mit dieser Gensache? Gehen Sie zu meinem Vater, der will es Ihnen zeigen. Warum hast du den Traktor angezündet? Weil die Felder, auf denen das Zeug angebaut wird, den Hafenbruchs gehören. Du hast nicht zufällig letzte Nacht bei Lisa Behrendonk übernachtet? Was? Wie kommen Sie auf den Quatsch? Aha. Ich kannte die Frau überhaupt nicht. So, jetzt ist Schluss. Was mit dem Traktor bringst du zur Selbstanzeige? Nee. Doch, mach das mal. Ist besser für dich. Ja, wenn Sie meinen. Ja, meine ich. Und jetzt raus hier. Wie raus? Manni hat recht, hier ist zu gefährlich. Wie ich die Springer kenne, hatte mich schon längst auf dem Kieker. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin? Ich bin hundemüde. Tja, Manni. Meine neue Wohnung? Nee. Nee. Oh, Georg, ich habe nur diese eine Luftmatratze. Muss einer von den beiden immer am Boden schlafen? Wir werden uns schon arrangieren. Die falschen Hoffnungen sind immer die schönsten. Ihr geht auf keinen Fall vor die Tür, ist das klar? Und macht ja keinen Krach. Da muss noch was erledigt werden. Ich habe die Maiskolben im Unilabor abgegeben und das Ergebnis müsste bei einer Svenja abgeholt werden. Ich mach das. Kostet aber 200. Manni? Ja? 200. Sag mal, Manni, kennst du eigentlich einen schnellen Kurierdienst in Münster? Wieso? Ich muss mich mal bei Buschfeld umschauen. Für wen soll das denn sein? Für Ihr Labor hier. An wen ist das denn adressiert? Da steht kein Name noch drauf, nur Buschfeld, Bayer Lab und die Adresse. Wo soll ich denn hin mit dem Ding? Wer ist denn überhaupt der Absender? Ein Herr Georg Wilsberg. Das kenne ich nicht. Moment mal, wird man nachhören, wer das bestellt haben könnte. Ich suche den Arbeitsplatz von Lisa Behrendonk. Im großen Labor, hier am Ende des Flurs. Danke. Was wollen Sie denn hier? Sie fragen, ob Lisas Tod möglicherweise mit Ihrer Arbeit hier bei Ihnen zu tun hat. Raus. Ich bin doch gerade erst gekommen. Wie viel wusste Lisa von Ihren illegalen Freilandversuchen? Oder wollte sie ihre verbotenen Genexperimente nicht mehr decken? Hat sie vielleicht erpresst? Oder hat sie etwa irgendwas erfahren, was sie nicht wissen durfte? Wie kommen Sie darauf, dass hier irgendwas Verbotenes passiert?
Weil Sie gestern Nacht in Lisas Wohnung irgendwas gesucht haben. Ich war nicht in Frau Behrendonks Wohnung. Und jetzt gehen Sie bitte, sonst lasse ich Sie rauswerfen. Das werde ich nicht annehmen. Das hat niemand bestellt. Ich nehme das Ding jetzt nicht wieder mit. Die Adresse ist richtig, also liefere ich das hier ab. Aufmachen und nachsehen. Wenn nichts drin ist, werfen Sie es einfach weg. Tag. Tag. Mein Name ist Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Lars schickt mich. Wo ist er? Warum meldet er sich nicht? Er ist in Sicherheit, aber der Junge ist in ziemliche Schwierigkeiten geraten. Er war am Tatort, er hat kein Alibi und die Mordwaffe wohl auf seinem Trecker gefunden. Die müssen mir ein paar Fragen beantworten. Mein Sohn ist kein Mörder. Dann helfen Sie mir, das zu beweisen. Und wie? Die Frau wurde in einem von Havenbruchs Feldern ermordet und hat für Buschfeld gearbeitet. Was wissen Sie über die Verbindung? Buschfeld. Der hat vor einem Jahr bei mir angefragt, ob er ein brachliegendes Feld pachten könnte. Ich habe abgelehnt. Da hat er sich an Havenbruch gewandt. Warum haben Sie abgelehnt? Der und seine Hexenküche, war doch klar, was er vorhatte. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal was. Sehen Sie es genau an. Das ist meine Maisernte dieses Jahr. Was ist denn passiert? Maiszünsler befallen. Ihr Sohn behauptet, dass auf Havenbruchs Feldern genetisch veränderter Mais illegal angebaut wird. Havenbruch macht für Geld alles, der hat nämlich keins, er ist pleite. Und seine Felder strotzen vor Kraft. Alle Schädlinge haben sich auf die unbehandelten Felder gestürzt. Und das ist das Ergebnis. Ist kein gutes Ergebnis, vor allem nicht für Ihren Sohn. Es braucht nicht viel Fantasie, um daraus ein Motiv zu stricken, zumal die Biologin dafür mitverantwortlich war. Warum ist Havenbruch eigentlich pleite? Wer vom Boden lebt, muss den Boden lieben. Können Sie das auch ein bisschen weniger blumig ausdrücken? Haben Sie sich mal seine Hände angesehen? Wie ein Dirigent. Sie meinen, wer vom Boden lebt, muss auch drin wühlen. Genau das meine ich. Ich glaube, ich muss gehen. Vielen Dank. Georg. Hallo, Anna. Bist du gestern bei Lisa Behrendonk eingestiegen? Ich? Wir haben die Aussage einer Nachbarin, wonach sich jemand als Cousin der Toten ausgegeben hat. Und die Beschreibung passt auf dich. Anna, sowas tue ich nicht. Mal was ganz anderes. Hier. Was ist das? Lisa Behrendonks Handynummer. Ja und? Ja, wo ist das Handy zu der Nummer? Ach, Georg, das haben wir längst gefunden, haben wir untersucht. Wo war's denn? In ihrer Schublade zu Hause. Und irgendwelche Telefonate? Also, wenn überhaupt, hat sie nur mit ihrem Labor telefoniert. Und gestern wegen der Panne? Wenn, dann nicht mit dem Handy, das wir gefunden haben. Wo ist Lars Jüssen? Der Mann steht unter Mordverdacht. Ich weiß es nicht. Georg, wenn du mich anlügst, krieg ich dich dran. Anna, ich doch nicht. Ungeröstet schmecken die nicht. Sind sehr kräftige Pflanzen, wird sie mancher drum beneiden. Ich dachte, Sie sind Buchhändler. Kannten Sie die Tote? Nur so, von der Arbeit. Kümmern Sie sich um die Bepflanzung der Felder? Hauptsächlich mein Vater. Und Ihre Mutter? Interessiert sie sie immer noch? Wie kommen Sie drauf? Sie hat mir von damals erzählt. Und dass Sie Privatdetektiv sind. Sind Sie beruflich hier? Kann ich mal telefonieren?
konzentrieren. Und dann lassen Sie meine Familie bitte in Ruhe. Komisch. Ich gebe eine Nummer ein und Sie haben sie schon gespeichert. Sachen gibt's. Weiß Ihre Verlobte, dass Lisa und Sie sich duzen? Guten Tag. Sieht klasse aus. Sie sind bestimmt der Brautvater. Das sieht man ja gleich. Entschuldigung. Warum verfolgen Sie mich? Ich verfolge niemanden. Sie sind Privatdetektiv, oder? Maria hat's mir erzählt. Kannten Sie Lisa Behrendonk? Ich habe sie ein, zwei Mal zufällig im Schloss gesehen. Schade um eine so nette Person. Ja, wirklich schade, dass man ihr eine Machete in die Brust gestoßen hat. Wo sind Sie eigentlich gestern hingefahren mit Ihrem kleinen Flitzer? Sie hatten ziemlich eilig. Ich hatte was in der Stadt zu erledigen. Dann hätten Sie doch eigentlich an dem Jeep der Toten vorbeikommen müssen. Ich bin ein Stück durch die Felder gefahren. Da spart man die Ampeln. Ist aber nur was für Einheimische, die sich auskennen. Dann kannte sich der Täter offensichtlich auch aus, sonst hätte man ihn ja vielleicht gesehen. Ich glaube, ich muss hier mal was klarstellen. Erstens besitze ich keine Machete. Zweitens könnte ich damit gar nicht umgehen. Und drittens, warum sollte ich mich an einer Frau vergreifen, die ich ein, zwei Mal in meinem Leben zufällig gesehen habe? Ich hätte gar kein Motiv. Und ein Mord ohne Motiv, wozu? Auch ein Motiv ist oft schneller zu Hand, als einem lieb ist. Ich hole das Kleid dann ab. Und an wen darf ich die Rechnung schicken? Papa zahlt. Hören Sie, ich hatte mit dieser Frau nie was zu tun. Ich heirate in 3 Tagen und meine Stimmung ist alles andere als blutrünstig. Ihre Offenheit ehrt sie jedenfalls. Und um Ihnen meine weitere Verfolgung zu ersparen, ich habe gleich einen Termin beim Friseur. Also nichts Anrüchiges, weshalb Sie sich Gedanken machen müssen. Ja. Hast du alles dabei? Ja. Okay, komm. Danke nochmal für deine Hilfe. Ist auch eher ungewöhnlich. Was? Ja, dass ich einen Mann glaube. Schlechte Erfahrung gemacht? Es gibt solche und solche. Und zu welchen solchen zählst du nicht? Zu den solchen. Hast du eigentlich eine Freundin? Hast du einen Freund? Ja. Und warum bist du jetzt nicht bei dem? Ist doch meine Sache. Und was ist mit deiner Freundin? Habe ich gesagt, dass ich einen habe? Für mich kommt eine Beziehung nur mit einem Mann in Frage, dem ich auch echt hundertprozentig vertrauen kann. Und wenn einer zu Unrecht verdächtigt wird? Dann höre ich auf mein Bauchgefühl. Und was sagt dir dein Bauch? Dass Manni kommen sollte. Ich habe echt Hunger.
Ich bin hier wegen der Maisproben, die abgeliefert wurden. Aha. Wieso? Wo haben Sie das Zeug hier? Sagen Sie mir doch erstmal, worum es sich handelt. Zeigen Sie mir erstmal, ob Sie zum Empfang der Ergebnisse berechtigt sind. Und die 200 Euro. Okay. Es handelt sich um genmanipulierten Mais. Ich tippe auf eine BT-Variante. Allerdings mit einem modifizierten Eiweiß, das auch das menschliche Erbgut beeinflussen könnte. BT, was heißt denn das? BT ist die Abkürzung für eine Bazille. Bacillus thuringiensis. Aha. Diese Mais hier ist eine bisher unbekannte gentechnische Variante. Wo haben Sie denn hier? Steht hier überall rum. Sie haben den hier aus der Gegend? Ja, vom freien Feld sozusagen. Solche Freilandversuche sind verboten. Und wenn überhaupt, und liegt sowas strengen Auflagen. Allerdings, diese Modifikation hier unterliegt gar keinen Auflagen. Sie ist schlichtweg illegal. Nicht nur illegal, so wie es aussieht, sogar tödlich. Ich hätte da noch was. Dieser Anzug gehört meiner Tochter. Ich würde gern wissen, wo sie sich rumtreibt. Das soll ich Ihnen glauben. Wenn man sich zum Beispiel in so einem Maisfeld rumwälzt, wo diese Kolben herstammen, das wird man noch feststellen können, oder? Sicher. Würden Sie das für mich tun? Wie lange würde das dauern? Bis gestern mindestens. Passt mir gut. Moment, kostet aber 200 Euro. Okay. Vielleicht kann ich es ja irgendwo zwischenschieben, dass keiner was merkt. Geben Sie mir Bescheid. Ich habe gerade mit dem Notar gesprochen. Wenn es gut läuft, ist bis zur Hochzeit alles unter Dach und Fach. Ja, prima. Ein bisschen mehr Enthusiasmus könntest du schon an den Tag legen. Toll hast du das gemacht. Wie immer. Hallo. Hallo. Ah, ich brauche Geschirr von dir. Was fließt denn da? Prozessberichte. Worüber? Über illegale Forschung in Biotechnologie betrieben. Finger weg! Ist nicht für dich. Ich muss jetzt schuften und die kriegen Vollpension. Irgendeiner muss sich ja um die beiden kümmern. Ich hab's. Was? GP. GP? Hier. Mehrere durch die Journalistin Grit Peters, GP. Aufgedeckte Missstände in Forschungseinrichtungen der Biotech-Branche führten zu Verhaftungen und Verurteilungen zu teils mehrjährigen Freiheitsstrafen. Buschfeld hat sich doch sehr für diese Artikel unter GP interessiert. Aha. Grit Peters, und wer soll das sein? Was weiß ich. Schau doch mal nach, ob sie nicht irgendwo im Verzeichnis des Journalistenverbandes aufgeführt ist. Ich habe schon genug zu tun mit Einkäufen. Und hin und wieder sollte ich auch mal arbeiten. Manni, wenn du was rauskriegst, dann trage ich dir den Kühlschrank die Treppe runter und auch wieder hoch. Das will ich sehen. Georg. Tja, da bin ich wieder. Wie schön. Aber die Bücher sind leider verkauft. Karl hat sich anders entschieden. Ich bin nicht wegen der Bücher hier. Sondern? Kannst du dir doch denken. Nein, das kann ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wieso dich diese Behrendonk-Geschichte irgendetwas angeht. Können wir drinnen reden? Dieser Behrendonk hat für Buschfeld gearbeitet, nicht für uns. Und als was? Ja, wissenschaftlich halt. Nicht zufällig mit genmanipuliertem Material? Wird das jetzt ein Verhör? Man hört so einiges in der Stadt. Die Stadt ist weit weg. Vielleicht nicht weit genug, um hier draußen ungestört schmutzige Geschäfte zu machen? Also was soll das denn? Ist das da eine Form von Eifersucht? So gerne bin ich auch nicht hier. Niemand hält dich. Was hatte dein Mann eigentlich mit eurer zukünftigen Schwiegertochter beim Notar zu schaffen? Du spionierst ihm nach? In Münster muss man niemandem nachspionieren, da läuft jeder jedem über den Weg. Du hast dich sehr verändert, Georg. Nicht unbedingt zu deinem Vorteil. Tut mir leid. Ich hatte gehofft, dass du mir ein bisschen vertraust. Gerade ich weiß doch, wozu du in der Lage bist. Stimmt es übrigens, dass ihr quasi pleite seid? Ist ja keine Schande, ich bin auch pleite. Ich muss wieder an die Arbeit.
Du siehst nichts, du hörst nichts, du weißt nichts. Du lebst in einem Käfig und der ist nicht mehr aus Gold. Er geht jetzt mit Einkäufen in das Haus Frohngasse 80. Ich warte im Haus. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ist Morawski da? Herr Morawski arbeitet nur auf Termin. Haben Sie einen? Wir haben zusammen studiert. Ich brauche keinen. Ist er allein? Ja. Ja, aber hey, halt! Sie können da nicht einfach rein. Er ist einfach durch. Wilsberg, was willst du denn hier? Mal reinschauen. Schon gut, Eva. Kannst du weiter die Nägel fallen. Wie geht's? Du hast ewig nicht reingeschaut. Viel zu tun. Schon gehört? Du bist jetzt Privatdetektiv. Ja, hab mich auf Ehebruch spezialisiert. Hat meine Frau nicht beauftragt? Was hatten Edith Wagenfeld und Karl von Hafenbruch gestern hier zu verhandeln? Sag mal, bist du völlig durchgeknallt? Ich dürfte dir noch nicht mal sagen, dass wir überhaupt hier waren, geschweige denn warum. Dann sag ich's dir. Hafenbruch sind pleite, die zukünftige Schwiegertochter dagegen stinkreich. Hafenbruch versucht sich durch die Hochzeit seines Sohnes mit der steinreichen Erbin zu sanieren. Die Landgüter werden zusammengelegt und alles wird gut, denkt er. Wenn ich recht habe, entfernst du das lange blonde Haar auf deinem Revers. Komm, ich hab noch was gut bei dir. Die alte Geschichte. Na und? Wie na und? Ich hätte es auch ohne dich geschafft. Fragt sich nur, mit welcher Note. Und das hier sieht nach einer verdammt guten Note aus. Vielleicht erklärst du mir mal, worum es geht. Je weniger du weißt, desto besser kannst du dich rausreden. Ich mach keine krummen Dinger. Hängt Maria da irgendwie mit drin? Ich will ihr keins auswischen, falls du das meinst. Sache von damals ist vergessen. Und das soll ich dir alles glauben? Würde ich einen alten Kumpel aufs Kreuz legen? Lass sie hier nie wieder blicken. Ohne Termin. Endlich, Mann, wo doch mal Zeit. Wo ist denn der Lars? Telefoniert. Mit meinem Telefon? Ja, ja, ich melde mich wieder. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Du hast doch nicht etwa jemandem verraten, wo du hier bist? Ach, Quatsch. Ja, mit wem hast du denn telefoniert? Keine Panik. War nur ein Ortsgespräch. Was denn, nur ein Mann Verstärkung? Ich dachte, wir wollten stürmen. Wir sind hier in Münster und nicht in Bielefeld, Overbeck. Aber ich übernehme keine Verantwortung, wenn was schiefläuft. Nehmen Sie die blöde Sonnenbrille ab. Und sind Sie sicher, dass Ihnen keiner gefolgt ist? Wer soll mir denn folgen? Weiß doch keiner, dass ich hier wohne. Echt clever, Manni. Manfred Hoesch, ich weiß, dass du da drin bist. Ich weiß auch, dass du nicht alleine bist. Ich lasse die Tür aufbrechen, wenn du nicht sofort aufmachst. Und die Rechnung zahlst du. Erstens habe ich Damenbesuch. Und zweitens genieße ich politische Immunität. Und das gilt auch für die Tür. Und drittens, Lars Jüssen, ich verhafte Sie wegen Verdacht des Mordes an Lisa Behrendonck. Sie können Ihre Aussage verweigern und sich einen Anwalt nehmen. Alles, was Sie von jetzt an aussagen, kann gegen Sie verwandt werden. Manni. Wilsberg bringt dich in Teufels Küche. Nein, das war ganz allein meine Idee. Ich höre überhaupt nicht mehr hin. Herr Hoesch, ich dachte, als Vermieter sollten wir mal gemeinsam auf Ihre neue Wohnung anstoßen. Darf ich vorstellen? Springer, Kriminalpolizei. Angenehm. Sie haben mich angelogen. Sie sind gar nicht der Cousin von Fräulein Behrendonck. Ich bin Privatdetektiv. In den Romanen bin ich immer einer von den Guten. Privatdetektiv? Ja. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Es wird Sie interessieren.
Kommt Ihnen der irgendwie bekannt vor? Tja. Das ist er. Sind Sie da ganz sicher? Der ist vorgestern früh aus Fräulein Bärendongs Tür gekommen. Aha. So einen gut aussehenden Jungen vergesse ich bestimmt nicht. Bei Ihnen wäre das natürlich was ganz anderes. Danke. Sie haben mir trotzdem sehr geholfen. Was macht ihr denn hier? Ich bin gerade aus meiner neuen Wohnung geflogen. Fristlos gekündigt. Die Kaution ist auch weg und das alles nur wegen... Wegen? Ja, sag's ruhig. Wegen was? Er hat die Polizei in die Wohnung geführt. Was? Springer hat Lars verhaftet. Aber... Mensch, Manni. Aber ich wollte den Kindern noch nur was zu essen bringen. Super, dass Anna nicht locker lässt, das hättest du ja auch denken können. Ja, wie denn? Ach komm. Frag lieber, was ich zu dieser Peters rausgefunden habe, anstatt auf mir rumzuhacken. Und? Ja, im Journalistenverband habe ich sie nicht gefunden, aber ich habe im Geburtsregister gestöbert. Mach's nicht so spannend. Ich habe rausgefunden, dass Grit Peters noch lebt. Ja und? Ja, sie heißt eigentlich Brigitte Peters. Ah ja, hier. Brigitte Peters und sie ist Klavierlehrerin. Oder war es zumindest. Wie, was war? Du hast ja eben gesagt, sie lebt noch. Das tut sie ja auch. Und zwar in Techt, in einem Seniorenstift, Haus Feierabend. Prima. Sicher genau die, die wir suchen. Könntest trotzdem mal Danke sagen. Okay, mach ich. Was hast du vor? Na, ich fahr da hin oder hast noch eine andere Spur? Willst du mit? Was, ins Altersheim? Guten Tag, ich suche Frau Brigitte Peters. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin der Georg, Ihr Neffe. Ach, ich werde Sie anmelden. Besser nicht, soll eine Überraschung sein. Wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen und ich bin auf der Durchreise, wissen Sie. Da hinten auf der Bank sitzt Ihre Tante. Ah ja. Oh, entschuldigen Sie mich. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Georg Wilsberg. Ich bin Privatdetektiv aus Münster. Privatdetektiv? Ich habe mir erlaubt, als kleine Aufmerksamkeit hier dieses. Oh, danke schön. Worum geht's denn? Na, am besten frage ich gleich direkt. Schreiben Sie wissenschaftliche Artikel unter dem Namen Grit Peters? Wie kommen Sie auf Grit Peters? Eine gewisse Lisa Behrendonk scheint sich sehr für die Arbeiten interessiert zu haben. Wo ist Lisa denn? Ich habe schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sie kennen sie? Lisa ist meine Enkelin. Ich habe sie großgezogen. Meine Tochter und ihr Mann sind sehr früh verstorben. Raserei auf der Autobahn. Na, hoffentlich ruft sie bald an. Ich brauche ihre Hilfe. Ich habe da einen Virus auf der Festplatte und den werde ich nicht los. Wer ist dann also Grit Peters? Sie? Ja, eigentlich schon. Aber ich veröffentliche keine wissenschaftlichen Artikel. Dann ist Grit Peters also ein Deckname, den Lisa benutzt. Das darf ich Ihnen eigentlich gar nicht sagen. Besitzt Lisa ein zweites Handy, das auf den Namen Grit Peters angemeldet ist? Ja. Aber warum fragen Sie mich das? Das kann Ihnen Lisa doch alles beantworten. Ich bräuchte die Nummer von diesem Handy. Ja, was soll das denn alles? Ist irgendwas mit Lisa? Bitte schreiben Sie mir die Nummer auf. Hier. Sagen Sie mir jetzt, was mit Lisa ist. Lisa ist da in so eine Sache reingeraten. Oh Gott, nein. Ist ihr was passiert? Sie wurde ermordet. Mein Name ist Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Das ist meine Karte. Die Nummer auf der Rückseite gehört einer Ihrer Kundinnen, Grit Peters. Ja, und? Sie wurde umgebracht, nachdem sie mit einem ihrer Handys telefoniert hat. Was? Stich in die Brust, vom Handy keine Spur. Oh Gott,
Ich bräuchte eine Liste der zuletzt geführten Telefonate, und zwar sofort. Da müsste ich aber erst mal meinen Chef fragen. Eine Ihrer Kundinnen wurde umgebracht. Das Handy ist spurlos verschwunden. Wahrscheinlich hat sie Ihren Mörder damit angerufen. Seien Sie doch mal ein bisschen kreativ. Das kann mich aber meinen Job kosten. Wenn Sie als Provider in die Schlagzeilen geraten, zum Beispiel mit bei Anruf Mord, wissen Sie, was dann aus Ihrem Job wird? Also angenommen, ich würde Ihnen die Liste geben. Ja. Ja. Das geht aber erst morgen. Wieso denn morgen? Ja, dafür muss ich in den Hauptrechner. Viel Spaß. Tag. Oh. Ey, Mann, hast du schon was rausgefunden? Ich bin gerade dabei. Wobei denn genau? Alex, lass mich mal machen, ja? Wo gehst du denn jetzt hin? Buschfeld besuchen. Wenn Lisa Behrendonck alias Grit Peters veröffentlicht hätte, dass Buschfeld mit seinem gentechnisch behandelten Mais krumme Geschäfte macht, dann hätte man ihm den Laden doch längst zugemacht. Sowas nennt man Motiv. Geil, ich komm mit. Auf keinen Fall. Hey, das bin ich Lars schuldig. Quatsch! Sag mal, hast du eigentlich eine Polaroid-Kamera? Was soll denn das werden? Ich mach sauber. Du bringst hier alles durcheinander. Ich will doch bloß den Müll rausbringen. Müll? Das ist mein Archiv. Und in den Zeitungen lagen Essensreste, die wahrscheinlich seit einem Jahr kein Tageslicht mehr gesehen haben. Also seit wann leben Käsebrötchen von Photosynthese? Jetzt komm mir nicht so, Georg, nicht so. Deinetwegen habe ich meine Wohnung verloren. Zahle horrende Parkplatzgebühren, weil meine Schrankwand in der Garage steht. Und ich habe Rückenschmerzen, weil dein Sofa sich weigert, auch nur eine Feder zu bewegen, wenn ich mich drauflege. Mir ist jetzt nicht nach deinen Sprüchen. Du hast ja recht, Manni. Wenn man sich so lange kennt wie wir, dann sollte man mehr aufeinander eingehen. Eben. Du solltest mal einkaufen, deine Waschmaschine reparieren lassen und mir helfen, ein paar Sachen reinzutragen. Also mein Schreibtisch, mein Kühlschrank. Wenn ich es mir recht überlege, so lange kennen wir uns eigentlich gar nicht. Hier ist die Polaroid-Kamera. Oh ja, zeig mal. Was habt ihr damit vor? Glaub mir, Manni, das willst du gar nicht wissen. Oh, wenn du wieder was Verbotes durchziehen willst. Ja? Und sie dich erwischen und in den Knast stecken. Was dann? Lass deinen Kellerschlüssel da, damit ich unten meinen Krempel einsortieren kann. Sag mal, hast du eigentlich schon eine Ahnung, wie wir da reinkommen? Wo rein? In Buschfelds Labor. Mal sehen. Ihr wollt in Buschfelds Labor einbrechen? Wir wollen uns da mal umschauen. Bei meiner ersten Begegnung mit ihm hat er sich so eigenartig zu Lisa geäußert. Wahrscheinlich wusste er da schon, dass sie seinen Laden ausspioniert. Du denkst, er hat sie deswegen umgebracht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir Beweise wegen Hafenbruchs Genmais. Und du machst da mit? Dann willst du etwa mitkommen? Bist du wahnsinnig? Na also. Also im Knast besuche ich euch nicht. Jedenfalls nicht, solange ich hier nicht fertig bin. Und das kann noch Jahre dauern. Hey! Was denn? Mann, wenn der Pförtner schon was gemerkt hat? Dann haben wir ein Problem. Gib mir mal die Kamera. Ah.
wenn das mal gut geht, ey. Irgendwas muss ja gut gehen. Sag mal, wonach suchen wir denn eigentlich? Nach allem, was zum Thema Mais und Hafenbruch zu finden ist. Wusstest du, dass vor einem halben Jahr in Frankreich 400 Demonstranten so ein Genmaisfeld einfach niedergetrampelt haben? Und bevor die Polizei da war, war die komplette Fläche platt und das Genexperiment im Arsch. Ja, Alex, davon habe ich auch gehört. Aber das war doch was ganz anderes. In Frankreich, das war ein offiziell genehmigtes Feld. Hier, die bauen den Mais einfach so an, ohne jemand zu fragen. Wir wollen da die Kontrolle behalten. Also ich finde so eine Gruppe wie die von Lars gut. Die wehren sich wenigstens. Aber wie weit darf man dabei gehen? Bei Mord hört der Protest auf, findest du nicht? Na endlich. Was? Und ins Bett. Die Diskette gibst du morgen Manni. Hier, guck dir an, was drauf ist. Und was mit Lars? Er kann ruhig mal eine Nacht außer Haus schlafen. Tag. Sie schon wieder. Hier, Ihr Bild. Woher haben Sie das? Fragen Sie lieber, wem ich es gezeigt habe. Sie sind doch ein mieser Schiff. Ja, ja. Lassen Sie ruhig Dampf ab. Dann können wir uns besser unterhalten. Warum sollte ich mich mit Ihnen unterhalten? Weil Sie die Nacht vor Lisas Tod mit ihr verbracht haben. Und das nur wenige Tage vor Ihrer Hochzeit. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, und? Wann Sie wo mit wem schlafen, interessiert mich eigentlich auch nicht. Dann können Sie ja gehen. Wussten Sie eigentlich, dass Lisa gentechnische Betriebe ausspionierte und die Ergebnisse dann unter einem Decknamen veröffentlichte? Nein. Was denn für ein Deckname? Grit Peters. Nie gehört. Wo waren Sie, bevor wir uns in der Bibliothek vorgestellt wurden? Hier im Stall. Zeugen? Die Pferde? Ziemlich dämliche Antwort für jemanden, der ganz schön in der Patsche sitzt. Wusste Ihre Verlobte von der Affäre? Wie? Ja, wie? Sie weiß es nicht, sie weiß es. Es nagt an den Nerven, was? Und dann noch der Streit vor 3 Tagen vor dem Restaurant. So ein Bräutigam hat's nicht leicht. Sie werden Edith nicht damit reinziehen, ist das klar? Wieso eigentlich nicht? In diesem Haus lügt doch sowieso jeder jedem die Hucke voll. Verlassen Sie sofort mein Grundstück! Ich weiß inzwischen, was und wer Sie wirklich sind. Glückwunsch, Sie sind der Letzte, der drauf gekommen ist. Ich muss eine Ausschusssitzung vorbereiten. Ich muss eine Baugruppe besichtigen. Was mache ich? Ich beteilige mich an kriminellen Handlungen. Ach komm, Moni, ist das für eine gute Sache? Also, wenn ich das richtig deute, werden auf Hafenbruchs Feldern Versuche mit genmanipuliertem Mais durchgeführt, um... Um was? Um ihn später in Trockengebieten anbauen zu können. Offenbar braucht dieser Mais sehr wenig Wasser und ist besonders resistent gegen Schädlinge. Deswegen wurde sie umgebracht. Ja, weil sie es rausgefunden hat. Und Lars ist unschuldig. Los, gib mir die Diskette. Denkfehler, Alex. Selbst für den Fall, dass das wahr ist, was du behauptest, dann wäre Lisa Behrendonk Täterin und nicht Opfer. Schließlich hat sie für die gearbeitet. Lisa Behrendonk arbeitete unter dem Decknamen Grit Peters als Journalistin. Und als Grit Peters wollte sie das, was sie als Lisa Behrendonk rausbekommen hat, veröffentlichen. Deswegen wurde sie umgebracht. Und ich glaube, dass es Buschfeld war. Alex, Buschfeld hat für die Zeit ein Alibi.
Er war 10 Kilometer vom Tatort entfernt und hat getankt. Unter Zeugen. Mit Kassenbon. Ja, aber ich meine... Ich will nichts mehr davon hören, ist das klar? Woher hast du diese Diskette überhaupt? Die Untersuchung ist abgeschlossen. Keine Fingerabdrücke auf dem Griff. Nur die Blutspuren an der Klinge. Warum sollte Lars Jüssen seine Fingerabdrücke entfernen und dann die Tatwaffe auf dem Traktor für jedermann sichtbar liegen lassen? Sitzen Sie bequem, Overbeck. Ah, Georg, du hast Besuch. Ich habe schon gesagt, es kann sich nur um Irrtum handeln. Ach, Sie? Ihre Tochter wollte doch das Kleid abholen. Die Hochzeit ist bis auf Weiteres verschoben. Aber bezahlen müssen Sie trotzdem. Das ist eine Sonderanfertigung. Sie ist nicht meine Tochter. Schicken Sie ihr die Rechnung. Nee, nee, so leicht geht das nicht. Sie haben gesagt, dass Sie es übernehmen. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich bringe Ihnen den Anzug Ihrer Tochter. Gut. Und? Also, darin hatte sie keinen Sex, falls Sie das glauben. Kein Mais? Nö, nicht die Spur von einem Maisfeld. Aber vielleicht hat sich Ihre Tochter vorher ausgezogen. Danke. Moment mal, der nehmen Sie den Anzug ab und mir das Kleid nicht? Ja, aber es ist jetzt wirklich zu kompliziert, Ihnen das zu erklären. Manni, sag doch auch mal was. Ich bin von dir schwer enttäuscht. Kommen Sie rein. Guten Tag. Ich hoffe, ich störe nicht. Hier ist die Telefonliste der Toten. Sie ist tot? Oh, mein Beileid. Ja, ja. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Das ist die Nummer, die Lisa Behrendonck zuletzt angerufen hat. Guten Tag, das ist der Anschluss der Familie Habenbruch. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Danke. Sie sind ein Schatz. Alle drei. Suchen Sie sich was aus. Darf ich fragen, weshalb? Illegale Freilandversuche mit genetisch verändertem Mais. Nötigung einer Amtsperson. Und Mord an Lisa Behrendonck. Die Nötigung bestreite ich. Und den Mord erst recht. Meine Herren? Sie sind festgenommen wegen illegaler Experimente mit genmanipuliertem Mais und dessen Freisetzung. Sie machen einen großen Fehler. Halten Sie lieber den Mund, sonst mache ich wirklich noch einen. Den Mord können Sie mir nie nachweisen. Aber ein Motiv kann ich Ihnen nachweisen. So, wie soll das denn aussehen? Lisa Behrendonck, alias Grit Peters, drohte, ihre schmutzigen Geschäfte an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das hätte sie und ihre Familie ruiniert. Und Sie wussten natürlich nichts von der doppelten Identität Lisa Behrendoncks. Zu Beginn nicht. Sonst hätte ich sie ja wohl kaum eingestellt. Und als Sie es dann rausgefunden haben? Habe ich es Habenbruch erzählt. Welchen? Dem Alten. Ich wusste nicht, dass die Biologin eine Spionin war. Das Gegenteil müssen Sie mir erst mal beweisen. Dann wussten Sie auch nicht, dass Ihr Sohn eine intime Beziehung zu der Toten hatte. Natürlich, als sie noch lebte. Hatte sie Ihnen die Sprache verschlagen? Sie blöfften, um mir eine Falle zu stellen. Ich gehe jetzt. Sie gehen, wenn ich es Ihnen erlaube. Ich brauche keine Erlaubnis. Aber Sie brauchen einen Haftgrund. Wie wäre es mit Verdunklungsgefahr? Wir knöpfen uns jetzt Ihr Schloss vor. Und glauben Sie mir, wir finden immer was. Also nehmen Sie Platz. Sie haben Karl verhaftet. Das ist deine Schuld. Wo ist Steffen? Was willst du von ihm? Wie kann ich denn wieder gut machen, was ich dir vor 20 Jahren angetan habe? Darum geht's doch gar nicht. Dann lass uns doch in Ruhe. Bitte. Um die alten Zeiten willen. Der Zug ist abgefahren. Sie haben Lisa Behrendonck umgebracht und ich kann das beweisen. Sie wollten Edith Wagenfeld nie heiraten.
Ihr Vater hat das arrangiert, um den Ruin hier abzuwenden. Was redest du? Er hat damit nichts zu tun. Steffen liebt Edith und er will sie heiraten. Nein, dein Sohn liebte Lisa Behrendonck. Aber die Hochzeitsvorbereitungen deines Mannes waren schon zu weit fortgeschritten, als dass Steffen noch einen Rückzieher hätte machen können. Das können Sie doch alles gar nicht beweisen. Warum sind Sie vor 3 Tagen zu spät gekommen zu der Verabredung mit Ihrer Verlobten in dem Restaurant? Ich habe einen Parkplatz gesucht. Ich glaube, Sie haben was ganz anderes gemacht. Sie hatten die Mordwaffe vom Tatort mitgenommen, um sie den Gengegnern unterzuschieben. Sie wussten, dass Lars Jüssen regelmäßig mit seinem Traktor in die Stadt fährt. Jeder hätte da eine Machete hinlegen können. Dazu kommt noch was anderes. Hier. Was ist das? Der Beweis, dass Lisa Behrendonck deinen Sohn vom Maisfeld aus angerufen hat, 20 Minuten vor ihrem Tod. Und zwar mit einem Handy, das auf den Namen Grit Peters angemeldet war. Wo ist das Handy? Haben Sie es entsorgt? Tja, so ist das mit uns Münsteranern. Wir lassen so schnell nichts wegkommen, nicht wahr? Ist das jetzt die Rache, auf die du 20 Jahre gewartet hast? Ich habe auf nichts gewartet. Weder auf die Rache noch auf dich. Die ganze Zeit was vorgemacht. Sie hat mich gar nicht geliebt. Das war alles nur geheuchelt. Sie wollte nur bei mich an den Laborjob rankommen. Sie haben mir den Job verschafft? Ich wollte sie bei mir haben. Aber sie hat mich nur ausgelacht. Hat mir gesagt, dass das alles eine Show war. Sie wollte nur ihre Gen-Story schreiben. Und dann sind bei Ihnen die Sicherungen durchgebrannt und Sie haben zugestochen? Los, kommen Sie. Stehen Sie auf. Kannst du mir das erklären? Frag den Thronerben. Er ist geständig. Ach ja? Die Tote hat ein zweites Handy. Bring's ins Labor. Overbeck? Sonst noch was? Nichts. Gar nichts? Frag mich nicht. Thank you.
Ortsgespräch. Ah, stell's da hin, ist gut so. Oder eigentlich besser da. Oh. Hi. Hey, schön, dass du auch mal auftauchst. Kannst du mich anfassen? Ja, komm, ich nehme dir was ab. Danke. Wo ist denn dein Freund? Er ist nicht mein Freund. Ich denke, es hat gefunkt zwischen euch. Oh, es hat aber nicht gefunkt. Oh, nee, wohin jetzt? Ach so, wie wär's denn da drüben? Es hat nicht gefunkt? Nein, Ronny. Manchmal funkt's und man merkt's gar nicht.